Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich habe noch eine zweite Hirschart gefunden. Oder Rudel. Und zwar da. Die sind tiefenentspannt. Und da versuche ich jetzt mein Glück mal. Weil die anderen, die wuseln mir hier zu viel im Wald rum und ich komme da irgendwie nicht ran. Weiß ich nicht. Und dann müsst ihr nochmal entschuldigen für die letzte Tonaufnahme. Das lief leider über den Controller, weil ich ja einen Kopfhörer eingestöpselt habe am Controller. Und dann hat der Controller dann mal umgeschaltet auf den Controller-Lautsprecher oder Mikrofon. So, gehen wir mal weiter. Vielleicht kann ich mich ja so weit anschleichen, dass ich es mal mit dem Gewehr probieren kann. Ich will die Fasane da jetzt nicht wild machen. Ansonsten. Verschrecken die nämlich auch die. Meine Rehe. Oh, echt? Ist da ein Hochstuhl? Wo? Wo ist der? Das wäre edel. Wo soll der denn sein? Oh Leute, ey. 5 Kilometer entfernt oder was? Jetzt muss ich natürlich. Oh Mist. Wird langsam dunkel. Ich muss sehen, dass ich jetzt hinkomme. Ja, so ein Hochstand, das wäre jetzt nicht verkehrt. Aber, naja. Oh, ideal. Danke, mein Freund. Und da ist so. Oberpupsi. Den habe ich vor zu schießen, aber der Wind ist genau in deren Richtung. Momentan sind sie noch ruhig. Sind sie. Oh, wie ein Jungtier. Ah, hier ist er. Boah, da sind noch mehr. Ja, Mensch. Ist das geil. Und da ist ja auch noch einer. Er ist natürlich eine. Trophäe ist natürlich auf 3. Alter.
ist ein Junghirsch. Aber er ist ja noch da, wenn ich jetzt so einen Junghirsch kill. Aber. Wie weit sind die denn weg? Also 113 Meter weg. Wie weit ist er weg? 145. Oh, das ist dumpf, ey. Den muss ich jetzt aber direkt treffen, ey, damit der wirklich schnell. Ja. Ist noch einer. Ist aber auch kein Alttier. Ja, erwachsen. Toll. Heftig. Das sind Geräusche hier. Das ist echt unglaublich. Kommen die hier jetzt das Wasser lang gelaufen oder was? Die doofen Fasane hier. Oh, ist doch ganz ruhig. Okay. Oh, sind das Fuchse? Tatsächlich ein Rotfuchs. Ist ja geil. Oh, zwei sogar. Erwachsen, männlich. Junges Weibchen. Okay. Erwachsen, männlich, okay. Boah, schieße ich den jetzt weg oder nicht? Wie weit ist er denn weg? Ja, 135 Meter. 130. Boah, Alter. Nee, anderes. Ja.
kann ihn kaum noch erkennen. Habe ich das jetzt getroffen oder nicht? Ist natürlich die Frage, ob ich es getroffen habe. Ich glaube, ich habe daneben geschossen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob da eine Blutspur ist. Verjagt habe ich sie jetzt alle. Ne, den habe ich tatsächlich nicht getroffen. Ja, Fasan, toll. Alter, jetzt bin ich aber hier, Alter. Verdammt, ey. Oh, doch, den habe ich doch getroffen. Okay, habe ich getroffen, aber das Tier überlebt. Okay. Aber ich könnte jetzt theoretisch. Okay, ich habe es doch getroffen, aber nicht schwerwiegend. Das war, glaube ich, wieder der Fuchs. Ja, liebe Leute, das nützt nichts. Ich muss wieder nach Hause, weil es zu dunkel wird und ich die lieben Tierchen denn nicht mehr sehen kann. Schade. Ja, es ist schön, dass sie ruhig ist, aber ich habe leider keine Chance, die Tierchen zu sehen. Und wenn ich Licht anmache, verschrecke ich die wahrscheinlich.
So, Schnellreise. Gut. Dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt ins Bett und schlafe bis nächste Woche Freitag durch. Ich finde das mit den Türen geil. So. Dann würde ich sagen, okay, es dämmert. Ja, und wir müssen wieder ganz hier zurück. Okay. Shit. Und jetzt muss ich da tatsächlich wieder ganz hinlaufen raus. Oh Mann. Oh, da ist auch eine. Okay. Tiere 3 von 3. Ach, genau da, wo ich das Auto hingestellt habe, da ist jetzt also auch das Jagd, also das da, wo die Hirschis sind. Ja, aber ich soll ja da hinten ganz hin. Na komm, gehen wir hin. Nichts, nix. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen für mich. Aber na gut. Dann versuche ich jetzt mal, das in der Zeit zu schaffen. Gut, ich soll ja jetzt explizit da hinten einen Maultierhirsch oder einen Weißwedelhirsch schießen. Und ich hätte gedacht, ich hätte daneben geschossen. Da habe ich den zwar getroffen, aber nicht schwerwiegend. Schade. Oh, ne Junge, nun, komm, geh vom Acker jetzt. Such dir was anderes zum Spielen. Ja, ich will es um
auf jeden Fall schaffen, euch hier in diesem Video zu zeigen, wie ich einen Hirsch schieße. Hört sich zwar auch schon wieder doof an, aber so kann man wenigstens legal Tiere schießen. Und wie gesagt, es war jetzt momentan das Rehmeier. Boah, da sind ja schöne Tierchen bei, ne? Erwachsen, weiblich. Ja, ein Jungtier. Da ist wieder einer. Ein Stern. Ist ja schon nicht verkehrt. Fasan, ja. Aber ich soll ja. Maultierherrisch ruhen. Okay, ich bin jetzt aber schon da hier drin, dass ich denn hier. Okay, der eine war hier. Ja, da muss ich natürlich noch hin. In der Hoffnung, dass ich die jetzt nicht vertreibe. Oh, ich habe den Wind wieder direkt von hinten. Das ist voll blöd. Fasan, wird wohl. Jo. Wo war denn der Hochsitz? Ach, ich laufe direkt drauf zu. Okay, da muss ich jetzt langsam laufen. Das könnte sein, dass ich die dann doch verschrecke. Gucken, ob ich mir da was Schönes fangen kann. Wo war der Hochschule hier doch? Fasan. Ja, das ist natürlich das Doofe, wenn es dunkel wird, dann
dann ist Eile geboten, weil sonst kann man nichts mehr sehen. Und ich weiß nicht, wie die Tiere auf Licht reagieren. Normalerweise, wenn sie auf Licht reagieren, dann flüchten die. Aber ja, ich weiß nicht, ob das im Spiel genauso nachempfunden ist. Das ist denn immer noch so eine Sache. Na gut, habe ich ja wenigstens denn drei Videos mit von Way of the Hunter. Wenigstens ein bisschen was zu gucken. Oh, cool, die sind ganz nah dran. Sehr schön. Vielleicht kriege ich ja jetzt ein Tier zum Kuscheln. Oh, es rennt dir weg. Ich krieg einen Affen. Zwei Sterne. Wie weit ist er denn weg? 109, 120 Meter. Okay. Oh, das ist jetzt. Das ist meine Gelegenheit. Was ist da drüben denn? Oder kommen die wieder? Ne. Kommen nicht wieder, ne? Ne. Verdammt, jetzt geht der weg. Oh, ich krieg eine Düse. Oh, nee, ne? Die haben sich gerade in den Wald verzogen. Verdammt. Ne, da laufen sie. Piephol. Kann ich auch schießen, wenn ich will. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Oh Mann, du Holzklotz, ey. Boah, jetzt ist der mal eben 20 Meter weitergelaufen. Verdammt, ey. Dann komm, komm mal wieder zurück jetzt. Was macht ihr da hinten denn? Ja, nun kommt er aus dem Wald raus. Oh, ich dreh durch, ey. Könnte die natürlich jetzt auch in den Hintern schießen, ne? Das war eigentlich auch noch eine Idee. Oh, da muss man echt Geduld bewahren, ey. Und oh, ich komme aber langsam wieder zurück. Oh, da ist Papa Bär. So, komm her. Führ mal deine Truppe wieder hier nach draußen. Ich muss dir was zeigen, komm schon. Ja, mal Leckerli für dich. Boah. Ja, das sind natürlich Tiere. Da musst du echt Geduld haben.
Gott, verdammt. Schieße ich den jetzt von hier hinten im Moos rein oder nicht? Das sind 100, fast 140 Meter. Was ist da jetzt wieder los? Oh Mann, ey. Das ist echt der Hammer, wie weit das weg ist und man das nicht sehen kann. Und wenn man dann Fernglas hat oder ein Feldstecher, dass man hier reingucken kann. Das ist echt der Wahnsinn. Und die waren nun hier, hätte ich bloß geschossen. Jetzt ist die Überlegung, schieße ich den jetzt in Mars rein? Nützt nichts, ich muss das jetzt machen. Sonst warte ich, muss ich hier noch länger warten. So. Die verkehrte Taste gedrückt. Das war der, oder? Hey, kommt aber auch nicht aus dem Wald raus. Wäre natürlich jetzt cool, wenn ich ihn locker hätte, denn mal ihn schön anlocken und dann warten. Aber das kann ich mir noch nicht kaufen. Hä, wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt durchs Gebüsch gegangen? Oh, ey. Oh, ey, komm wieder raus. Ist da noch irgendwo ein Hochsitz? Ich muss mal gucken. Oh, jetzt geht der da lang, ey. Mann, ey, fass mich doch am Mars, ey. Was sind die da hinten? Ja, tut mir ja leid, Leute, aber das sind halt die Tierchen. Die machen, was sie wollen. Die haben ihren eigenen Kopf. Der hat ja nur einen Stern, ne? Scheiß drauf, komm schon. Gib mir die Knarre. Hallo?
Ist das die 9 jetzt? Nee. Boah, Mann, ich drehe hier gleich durch. Jetzt ist der andere da auch noch durchgelaufen. Boah, ey. Nee, verkehrter Knopf. Oh, verdammt. Oh, Leute, Alter. Es ist so geil. Das ist so. Wie weit bist du weg? 146 Meter. Und du? Oh, leicht ruckelig. Boah, das ist echt voll die Folter, ey. Laufen da jetzt auch noch welche rum? Ja, das Doofe ist, ich kann ihn nicht sehen. Kann nicht weiter ranzoomen, das ist jetzt aber Kacke. Oh Mann, falscher Knopf. Den getroffen? Ich bin jetzt getroffen. So, dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut und ob ich den getroffen habe, sehen wir. Erst im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.